Moin Leute, Herbert hier und ein herzliches Willkommen hier zu Foundation. Weiter geht es und vielen lieben Dank übrigens an jeden Einzelnen, der dieses Let's Play schaut. Mir macht sehr viel Spaß, ich hoffe dir auch, und wenn es dir Spaß macht, hau den Tasten in die Kommentare und ab mit dem Daumen nach oben. Los geht's. So, wir sind aktuell dabei, neue Entwicklungszweige zu entdecken. Bedeutet, wir haben einmal entdeckt, dass wir Glück gehabt haben, dass wir Brot verkaufen konnten. Jetzt möchte ich aber gerne den Marktplatz erweitern. Nämlich mit einem weiteren Marktplatz. Einfach, damit wir das Angebot, was wir aktuell haben und verkaufen können, auch nutzen. So. Ganz wichtiges Ding meiner Meinung nach. Genauso werden wir nicht zweimal Brot, sondern wirklich einmal ausgewogen die Ernährung verkaufen, die wir zur Verfügung haben. So, wie schaut es jetzt hier unten aus? Sind zwei Fischer unterwegs? Ja. Meine Befürchtungen sind gekillt worden. Sehr gut. Das heißt, alles funktioniert aktuell wieder, ne? Das Unwetter ist vorbei, glaube ich. Aktuell gibt es keine Effekte. Sehr gut. Die Leute bauen ihre Häuser. Unsere Kirche ist auch groß geworden. Mittlerweile umfasst sie 50 Leute. Was natürlich aktuell immer noch zu klein ist. Das ist aber kein Problem. Wir können ja jetzt aufstocken. Und das werden wir hier im Hintergrund tun. Mit einem weiteren Turm, der in die Höhe geht. Ah, der bringt ja gar nichts, ne? Wir brauchen Anbaugebäude, genau. Ja, wir können das Gebäude einfach innen drin reinsetzen, das ist auch sehr amüsant. Wenn wir das hier dran setzen, wäre das zwar ganz cool, aber das ganze Nebenhaus würde verschwinden. Aber derjenige müsste ja einfach nur sein Häuschen neu bauen. So gemein, wie es klingt. Auf geht's. Für die Kirche muss er umziehen. Ist einfach so. Ist in Wirklichkeit auch so. So, Marktplatz ist gebaut. Das bedeutet, wir können hier unsere Bären verkaufen. Somit haben wir drei Möglichkeiten, Dinge aktuell zu verkaufen. Dann werde ich den Marktplatz noch ein bisschen verschönern. Nämlich mit Zelten, die dann einfach die Fläche ein bisschen abdecken. Unter anderem zwei rote, würde ich sagen. Ah, ne, drei rote, definitiv. Und hier vorne, vielleicht wo der Sitzplatz ist, auch noch ein Zelt, bin mir nicht sicher. Na, lassen wir mal. So, und dann hier auch nochmal ein Schild für den Lebensmittelbereich. Zack. Wunderbar. Die sechs Einwohner, die da oben wohnen, die müssen jetzt leider umziehen. Es gibt halt Dinge, die sein müssen, die uns voranbringen. Und deswegen ist es einfach verdammt wichtig. So, wir haben noch keinen Schneider. Das heißt, wir haben aktuell alles zur Verfügung, was wir benötigen. Was auch schon mal gut ist. Jetzt bin ich gerade am Überlegen. Der Steinmetz ist gebaut. Optimal. Der Steinmetz macht ja aus den normalen Steinen die Klumpendinger. Jetzt wollte ich aber schauen, wo wir die Klumpendinger irgendwo unterkriegen, weil aktuell sieht es eher danach aus, dass wir ein kleines Problem haben. Wir bräuchten noch ein Lager. Ein weiteres Lagerhaus. Für die nächsten Baumaterialien, die jetzt hier eintrudeln. So schlimm, wie es klingt. Manchmal muss man in den sauren Apfel beißen. Unsere Brotproduktion funktioniert übrigens fantastisch. Werde ich aber demnächst noch ausweiten, wenn wir genug Leute haben, die
arbeitslos sind. Und das haben wir. Sehr gut. So, dann werden wir nämlich jetzt einmal noch eine Weizenfarm aufbauen. Diese bauen wir dann, ich würde sagen, hier auf. Zack. Die Weizenfarmer können nämlich gleichzeitig auch diesen Bereich hier nutzen. Wir könnten aber auch jetzt zum Beispiel den Bereich hier hinter der Weizenfarm ausfüllen. Also das ist nicht das Problem. Ah, ich weiß gar nicht, ob die den nutzen. Müssen wir gleich mal gucken, ob die vielleicht gemeinsam nutzbar ist, die Fläche. So, einmal ganz kurz ein bisschen schneller bauen lassen. Dass wir auch mal das Ergebnis sehen. Nicht nur halbfertige Stände. Aber das passiert zwischendurch sehr gerne, dass man einfach nur noch einen halbfertigen Stand da hat. Marmor haben wir auch noch nicht gefunden bis jetzt. Und Skulpturen können wir auch noch nicht produzieren. Und da hören sie wieder auf zu bauen. Herrlich. Finde ich immer super. Unsere Bauherren. Aha, sehr schön. Das finde ich gut. Die Leute haben da Schatten drunter. Die Lebensmittel sind meiner Meinung nach besser aufbewahrt. Sehr gut. Ich wollte das nicht bauen. Ich wollte nur gucken, was es hier noch gibt. Die Käserei. Wir können ja jetzt den Milchhof... Moment. Halt, stopp. Möchte ich doch nicht bauen. So, der Marktplatz ist fertig gebaut. Sieht super cool aus. Wirkt direkt viel lebendiger. Hier vorne wollte ich den Marktplatzbereich bauen für die Kleidung und so weiter. Dazu gibt es jetzt halt den Schneider. Wir haben einen Bewohner dazu bekommen. Aktuell haben wir relativ viele Arbeitslose. Was aber noch gar nicht so schlimm ist. Bis jetzt wollen die Bauern auch übrigens nicht da weg, ne? Da hinten, die sind total happy, dass sie da wohnen dürfen. Rohmaterial fehlt. Achso, ja gut. Ist ja normal, ne? Irgendwann kommt die Phase, dass erstmal alles ausgesät werden muss. Gut. Die Käserei. Dazu benötigen wir erstmal den Milchhof. Hier hinten der Milchhof sieht doch schön aus, oder? Ja, ich finde schon. Bereit zum Bauen. Dann gucken wir mal, dass wir das Territorium hier vorne kaufen. Würde ich sagen, wenn wir die Steuern, also das Geld ein bisschen eingenommen haben, werden wir uns das Territorium hier vorne schnappen. Aber eigentlich könnten wir es sein lassen. Die Dorfkirche ist ausgebaut, sehr gut. Cool, und das Nachbarhaus interessiert es gar nicht. Finde ich optimal. Das ist Kompromissbereitschaft, Leute. So. Sehr gut. Unser neues Lager ist gebaut. Sehr gut. Da werden wir jetzt nämlich die Steinblöcke reinschmeißen. Dann werden wir hier, ich würde sagen, Bretter einlagern.
In dem anderen Lager würde ich die Bretter nämlich rausholen. So, Bretter raus. Lager leeren, genau. Sehr gut. Und das erstmal so lassen. So, Bretter sind raus aus dem einen Lager. Optimal. Dann können hier noch normale Steine gelagert werden. Dass wir alle Produkte der Überproduktion einfach in ein anderes Gebiet transportieren können. Aber aktuell funktioniert unsere Wirtschaft. Wir können uns nicht beschweren. Alle sind glücklich. Fast alle. Teile haben kein Wasser, was ich nicht nachvollziehen kann. Aber ich wollte eh noch einen Brunnen bauen hier unten. Ist ja kein Problem. Wobei hier unten steht ja schon ein Brunnen. Manche Menschen sind einfach unverschämt. Dann bauen wir da hinten noch einen Brunnen. Ich finde Brunnen gar nicht so verkehrt. Nahrung haben wir genug. Wir haben genug Brot. Wir haben genug Fisch. Nein, Brot haben wir keins mehr. Oh, ich sehe es gerade. Wir mangeln an Brot, Leute. Hätte ich nicht gedacht. Ich glaube, Brot wäre das Letzte, was ich gedacht hätte, was fehlt. So, daneben wollte ich die Käserei direkt packen. Der Mönch möchte Audienz. Was möchte der denn? Ich möchte dem Volk helfen. Okay, das ist ja nicht das Problem. Wir sollen Werkzeuge einlagern. Das ist jetzt gerade aktuell eigentlich kein Problem. Wir stocken den Bestand auf maximal 20 hoch. Wenn der Händler kommt, dann kauft er die ein. Und wenn wir die da haben, dann können wir die direkt abgeben. Oh, 10 haben wir da. Wunderbar. Oh. Okay, die wurden in dem Moment gerade abgeholt, was richtig mies ist. Zwei neue Bewohner nochmal. Krass. Ah, sehr gut. Ah, ne, ist noch nicht fertig. Der Milchhof sah fertig aus. Ein Brunnen ist gebaut, optimal. Ich finde, jetzt kann sich keiner mehr beschweren, dass irgendwo Wasser fehlt. Über den Komfort kann sich ja gestritten werden, ne? Also, kann ja wirklich mal vorkommen, dass der Komfort irgendwo scheiße ist. Kommt drauf an, wo man wohnt. Aber es darf nicht mangeln am Wasser, am Essen. Sehr gut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Kühe. Oh nein, sind die süß. Da flitzen unsere kleinen süßen Kühe hin und her. Und hier oben sieht man doch die Mitarbeiter am Heu stehen. Ich denke mal, die besorgen gerade Futter für die Kühe. Manche Gebäude sind so krass detailliert, Leute. Das ist richtig krass. Ich weiß nicht, ob wir auch was in der Mühle sehen. Leider nicht. Wie gesagt, beim Bäcker sieht man ja, wie das Brot gebacken wird. Hier sieht man die Kühe aufwachsen. Oh mein Gott, sind die süß. Guckt sie euch an, Leute. Oha, voll niedlich. Jetzt haben wir Kühe. Und somit haben wir Milch. Und jetzt können wir hier vorne nämlich nicht Milch einlagern, sondern... Ah doch, Milch. Ne, Käse können wir einlagern. Wir können aber auch Käse da hinten einlagern.
Wir lagern erstmal Käse hier ein. Falls die Produktion richtig anläuft, haben wir nämlich genug Käse da. So, jetzt haben wir nämlich Steinblöcke. Und wir haben Holzbretter. Bedeutet, tetretä, jetzt können wir nämlich erstmal den Handel abschließen. Mit ihm hier. Und jetzt können wir nämlich Holzbretter verkaufen. Und Holzblöcke verkaufen. Das heißt Holzbretter. Und Steinblöcke. Die Produktion ist hoch bei uns. Deswegen lasse ich das mal so hoch, wie es jetzt aktuell ist. Holz wird eh nicht gekauft. Keiner kauft Holz. Wie man sieht. Aber ansonsten ist das schon mal ein ganz guter Weg. Ah, wir können abschicken. Sehr gut. Mal kurz schauen, ob wir was freischalten können. Nee, noch nicht. Wir brauchen nur 20 Bürgerliche dafür, aber das ist halb so schlimm. So, der Milchhof steht schon sehr gut bereit. Wir haben ein bisschen Brot aufgestockt. Das ist ja aber nicht die Welt, was wir aufgestockt haben, sehe ich gerade. Wir haben aber über 100, 200, 250 Bären. Dann würde ich sagen, Brot aktuell mal nicht, sondern jetzt die Bären. Er verkauft jetzt noch das eine, die zwei Brote, die er hat. Und wechselt dann im Normalfall auf die Bären. Na komm, die Käserei muss jetzt noch fertig werden. Klopf ordentlich drauf. Sehr gut. Zwei weitere Leute in der Käserei. Jetzt schaffen wir uns mal kurz einen Überblick, ob wirklich alle Stellen gut besetzt sind, dass wir hier keinen faulen Leute rumfliegen haben. Aber ich glaube, aktuell ist unsere Produktion so gut, dass hier keiner Langeweile hat. Außer natürlich die Arbeitslosen. Es sind aber nur 2, 4, 6, 7 Arbeitslose. Vollkommen in Ordnung. So, wir brauchen auf jeden Fall eine größere Schatzkammer. Hier vorne einen Wandbrunnen, einfach zu Dekozwecken. Schöner Schornstein. Finde ich schön. Und eine Holzerweiterung. So. Die ist wichtig, damit wir weiteres Gold lagern können. Unsere Kirche sieht ein bisschen komisch aus, werden wir demnächst mal umbauen müssen. Das steht auf jeden Fall fest. Ich würde sagen, uns geht's gut. Ist natürlich mies, dass hier der Weg genau dazwischen führt, aber sieht dadurch natürlich auch wieder realistisch aus. Hatten wir hier nicht angefangen, Käse zu lagern? Achso, wir kriegen es einfach nicht angezeigt, ne? Doch, da. Sehr gut. Okay, den Bestand... Von manchen Dingen müssten wir uns anzeigen einfach, damit wir wissen, dass wir es zur Verfügung haben.
Manche Dinge darf man eben nicht außer Blick lassen. Unter anderem Werkzeug darf man nie vergessen. Und da wir Käse gerade angefangen haben zu produzieren, würde ich den auch sehr gerne im Blickfeld haben. Ah, hier kann man es sehen. Hier draußen findet die Produktion statt, Leute. Wunderschön gemacht. Ah, da. Sieht man es nochmal. Hier wird fleißig Käse gemacht. Coole Sache auf jeden Fall. So, ich würde sagen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Es hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Bis dann, bleibt gesund. Danke fürs Zusehen und Tschüssikowski, macht's gut. Ciao.